Der Gewittersturmdruide ist mit Season 3 in Diablo 4 stärker denn je. Dank dem neuen Aspekt für Tollwut haben wir in Kombination mit Tollwut und Gewittersturm ein absolut S-Tier-Bild. Dank dem Schäfers-Aspekt erhalten wir durch unsere Begleiter weiteren Schaden für unseren Gewittersturm hinzu und somit ist Gewittersturm noch viel stärker und wir können damit easy durch die Levelphase kommen. Ich werde euch hier durch die Levelphase führen. Das Mid- und Endgame kommt noch ein separater Guide. Jo Leute, was geht ab? Angenommen, Start heute mit einem neuen Diablo Video. Nach der kurzen Anführung, warum ihr unbedingt den Gewittersturm Ruin diese Season ausprobieren sollt, habe ich hier einen kleinen Level Guide für euch zusammengestellt. Ich habe noch ein Mid- und Endgame Guide besonders eingeplant. Das heißt, es wird nochmal in einem extra Video gehen. Hier geht es wirklich um die Levelphase und dann noch ein bisschen so einen Ausblick. Das freut euch auf jeden Fall noch auf ein weiteres Video. Und zwar ist bei mir ein kleiner Plot-Twist drin, denn ich möchte tatsächlich Tollwut mit dazu nehmen. Denn durch das neue Aspekt könnte das gerade im Leveling sehr nice werden. Später dann nicht mehr so, aber gerade im Leveling könnte es, glaube ich, eine richtig geile Synergie ergeben. Dann fangen wir nochmal an mit dem Skillbaum. Und zwar skillen wir hier Erdspieß jeweils die Glyphe rein. Wieso habe ich Erdspieß genommen und nicht die anderen? Ganz einfach. Mit dem wilden Erdspieß beschweren nochmal einen Erdspieß, wenn die Gegner gerootet sind. Somit haben wir nochmal extra Geisteskraftkosten, die wir zurückbekommen und somit können wir noch öfter unseren Gewittersturm casten. Danach haut ihr einen Punkt Gewittersturm rein, dann die Glyphe mit Tomler Gewittersturm für den zusätzlichen Gewittersturm, danach die restlichen Punkte in Gewittersturm rein und dann haut ihr einen Punkt in die Kraft der Ahnen rein, damit wir hier weiter zu dem Giftrange gehen können, da haut er jeweils einen Punkt rein. Dann die verbesserte Giftrange und die brutale Giftrange für noch mehr kritische Trefferchance. Dann hauen wir zwei Punkte in Reichweite Natur rein, so kriegen wir noch mal 6% mehr Schaden dazu gegen entfernte Gegner. Und wenn sie gerootet sind, wird es ja sogar noch verdoppelt. Und jetzt können wir auch schon unsere Tollwut mitnehmen. Das geben wir jeweils erstmal einen Punkt rein, so wie die primitive Tollwut, dass dieser Effekt schneller ausgelöst wird. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, die natürliche Tollwut nehmen, dass es schneller spreadet. Und könnt einfach ein bisschen rumprobieren, was besser für euch klappt. Dann als nächstes, jetzt solltet ihr nämlich das Schäfers-Aspekt haben. Da komme ich noch dazu, das versteckt euren Kernskillschaden, je mehr Gleiter ihr habt. Und das solltet ihr euch relativ am Anfang abholen. Deswegen skillen wir jetzt einen Punkt in die Wölfe, dann ein Punkt in den Rahmen für die Glyphe mit dem brutalen Rahmen, dann kriegen wir nochmal zwei Rahmen aufs Haus für noch mehr Kernskillschaden. Danach skillen wir einen Punkt in Nervengift rein, sowie drei Punkte in Vergiften. Durch Tollwut haben wir die ganze Zeit diese 30% mehr Crit-Multiplier, was mega nice ist. Und dann hauen wir hier noch den Punkt in Reichweite der Natur rein und dann skillen wir hier Tollwut voll. So, jetzt kommt ein Punkt in den Element ausgesetzt rein, damit wir hier einen Punkt in den perfekten Sturm reinhauen können. So haben wir nochmal nice Geistkraftkosten Zurückgewinnung und dann skillen wir hier weiter. Ein Punkt in endloser Sturm, ein Punkt in schlechtes Ohm. Mit drei Punkten Elektroschock gibt uns nochmal 21% mehr Schaden gegen bewegungsunfähige Gegner. Haben wir einen Punkt in Trotz rein, dann haben wir nochmal weitere Punkte in die Naturkatastrophe rein, dann noch ein Punkt in den Kreis des Lebens, dass wir nochmal wieder live zurückbekommen, dann haben wir noch zwei Punkte in Trotz rein, dann noch zwei Punkte in schlechtes Omen für nochmal mehr Glückstreffer, Chance, Schaden und zu guter Letzt haben wir noch ein Punkt in Herz der Wildnis rein, damit wir drei Punkte wilde Impulse reinhauen können für noch mehr Kernskillschaden, 15% nehmen wir immer mit. Und die letzten Punkte können jetzt eigentlich so verteilen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt aber noch drei Punkte in Raubtänzling gehauen, obwohl die Gegner meistens nicht zu uns rankommen. Dann können wir noch zwei Punkte in den Kraft der Ahnen reinhauen und dann noch einen Punkt in der Resonanz reinhauen. Wie gesagt, die letzten Punkte könnt ihr aber so beliebig wählen, wie ihr wollt. Dann beim Geistersing. Und da fangt ihr an, ja, mit Level 15 direkt das Quest macht, den Stronghold, dann macht das Quest. Dann nehmt ihr euch für die ersten 50 Punkte jeweils Zenzenclown und den Rudelführer zum Freischalten. Dann nehmt ihr weitere 100 Punkte, schaltet über die Flanke die Überladung frei. Dann nehmt ihr weitere 75 Punkte, schaltet hier Argon frei. Und zu guter Letzt, wenn ihr alles freigeschaltet habt, haut ihr hier als Geisterpunzer der Vögel drin. Das nämlich ab Season 3. Ein multiplikativer Schaden. Dann kommen wir noch zu den Aspekten und tatsächlich, wie ihr seht, ich habe fast gar nicht viele. Die sind auch noch tatsächlich alle sehr alt. Also was ich tatsächlich bemerkt habe, ich brauche nur drei. Einmal das Schäfers Aspekt, das ja meinen Kernfertigkeitsschaden boostet. Dann einmal das Überladen Aspekt ist sehr nice und vor allem sehr wichtig, das Aspekt des Schattens. Da stellt ihr wieder Geisteskraft-Ressource wieder her. Beim neuen Aspekt für Tollwut solltet ihr besonders beachten, dass ihr dieses schon sehr früh freischalten werdet, denn das bekommt ihr über die Saisonreise und wenn es wie die letzten zwei Saisons werden wird, wie es wahrscheinlich werden wird, bekommt ihr das direkt
in der Saisonstufe 2, denn da hat man sämtliche neue Aspekte bekommen. Das heißt, schaut, dass ihr so früh wie möglich diese ganzen Ereignisse abschließt, dann könnt ihr so früh wie möglich euer Tollwut-Aspekt mitnehmen. Dann könnt ihr außerdem noch das Aspect of Shared Miseries im Englischen reinhauen. Da werden immer mehr Gegner rooted mit einer Glückstrefferchance und noch das Aspekt der Macht. Ihr könnt auch noch das schnelle Aspekt reinhauen, dass eure Basis-Skills mehr Schaden haben und Attack Speed. Aber wie gesagt, braucht man nicht wirklich. Ich habe nur diese drei Aspekte drin und ich komme super zurecht. Ich habe nicht mal irgendwelche Vampirmächte drin. Bevor wir uns jetzt noch die Begleiter zu Season 3 anschauen, ihr könnt ihr auch in dem Charplaner den Level Guide nach und nach vollziehen. Wenn ich hier auf Leveling angehe, dann seht ihr, mit welchem Level ich was geskillt habe, sehr nice und auch der Aspekt an sich. Für unsere Begleiter nehmen wir hier den Focus Phase auf Deutsch, glaube ich. Dann nehmen wir den Support, dass die Gegner verwundbar werden. Somit machen wir nochmal mehr Schaden. Der Arcing Support ist das der Support, dass der Fokus vorher auf mehrere Targets übergeht. Das heißt, unser Vulnerable wird auch auf mehrere Targets applied und noch den Ressourcen-Support, so bekommen wir nochmal mehr Ressourcen. Den könnt ihr auch vielleicht austauschen gegen ein anderes, wenn ihr merkt, okay, ich habe genügend Ressourcen. Und dann als Utilities das Flash of Adrenaline, da bekommen wir nochmal einen Schadensboost. Da habe ich den taktischen Support drin, der verringert den Cooldown von diesem Skill. Den Duration-Support, das heißt, da wird noch die Dauer von dem Skill erhöht und noch als letzter Gripping Support, da werden die Gegner noch zusammengezogen. Dann noch für das Paragon Board nur kurz angeschnitten. Wie gesagt, ich werde dafür einen extra Guide machen. Wir haben ein bisschen angefangen. Ich muss das Ganze auch umholen, weil das auf dem Werwolf-Bild ausgelegt und geht einfach am Anfang hier mit diesen Skills ganz nach oben und dann nehmt den Ancestral Guidance, dass ihr Geisteskraft bekommt, wenn ihr Gegner tötet. Aber wie gesagt, das dann in dem Mid-Tier und Endgame Guide, der dann auch die Tage noch zu rauskommt. Machen wir jetzt noch kurz die Rothand. Die senkt tatsächlich relativ einfach. Haut einfach eure Tollwut drauf, dann noch eure Giftkriecher, dass auf Cooldown ist, dass alles gut ist. Und dann einfach immer Gewittersturm reinhauen. Wenn ihr dann low von den Geistkraft kriegt, geht einfach mit Erdspieß rein und dann wieder das gleiche. Alles auf Cooldown halten und dann wieder rein und dann könnt ihr den Gegner auch mega schnell töten. So, ich hoffe, ich konnte euch heute einen mega coolen Bild zeigen, der meiner Meinung nach absolute S-Tier-Bild, Level-Bild wird für den Druiden in Season 3, mit dem wir auch richtig viel Spaß haben werden. Schreibt also selber gerne in die Kommentare, was ihr so in Season 3 spielt und lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss.